Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit einem sehr kurzen und trotzdem sehr knackigen Review. Ich möchte euch Strong Arm von den One Step Warriors vorstellen, von der neuen Transformers Robots in Disguise Line. Die Figur selbst ist ein Polizeijeep, der ziemlich schlicht quasi ist. Wir haben hier die Figur in einer Bubble drinne. Oben sehen wir von der weiblichen Strong Arm die, das Artwork. Ich finde irgendwie, der Name passt auch nicht wirklich zu einer Frau, aber okay. Hier sehen wir einmal die Verwandlung. Dann sehen wir nochmal das Artwork. Und hier hinten sehen wir dann die Figur fertig verwandelt. Hier, wie immer, die ganzen Details. Und ich bin immer noch sehr beeindruckt, dass sie wirklich bei jeder Figur hier dieses kleine Etwas wirklich abändern. Diesen Bogen. Das heißt, es ist wirklich so, dass dieses Bild sieht zwar überall gleich aus und trotzdem ist es doch nicht identisch. Ja, die Figur holen wir einfach mal raus. Wir haben einmal die Anleitung mit dabei, oder besagt Warnhinweise, eine Anleitung ist es ja nicht. Die Figur selbst ist in dieser kleinen Bubble drin. So, die Packung legen wir zur Seite. Hier sind so kleine Plastiktreten, die sehr dehnbar sind, kann also sehr leicht hier unten aus den Löchern lösen. So, anschließend holen wir die Figur jetzt einfach mal heraus. So, Strong Arm wird wie gesagt als schöner Jeep geliefert. Wir sehen hier unten einmal die Zahnräder für Verwandlung. Und es ist ganz einfach, eigentlich die Figur zu verwandeln. Wir müssen einfach nur die Räder nach unten drehen. Das machen wir jetzt auch mal. So. Und schon ist Strong Arm fertig verwandelt. Die Figur ist wie gesagt sehr schlicht gehalten. Wir haben hier keine großen Möglichkeiten für die Beweglichkeit. Was ich sehr schade finde, das heißt, den Arm nach oben können wir schon drehen. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, hier gibt es nicht wirklich Waffen oder sonst was, obwohl die Löcher vorhanden sind, aber die Löcher sind genormt. Das heißt, ihr könnt jede Waffe theoretisch hineinstecken, die ihr quasi von Transformers gerade parat habt. Ja, das Backpack ist überdimensional, dafür, dass die Figur wirklich so klein ist. Und trotzdem steht sie wirklich gut, durch die verlängerten Füße hier hinten. Ich suche einfach mal gerade ein bisschen ran. So, und ansonsten haben wir hier hinten das Backpack, wie gesagt, einmal drauf. Und ja, ansonsten wirkt die Figur sehr flach hier oben. Naja, gut. Und die Rückverwandlung ist natürlich auch genauso einfach. Wir nehmen einfach wieder die Figur in die Hand und drehen das Ganze so nach innen. Fertig, das war's. Die Figur hat auch richtige Räder, das heißt, sie kann also wirklich auch sich drehen oder wie gesagt fahren. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schick, auch hier hinten mit diesen Fußverlängerungen, dass man hier wie so eine Art Heckspoiler hat. Es hat was in meinen Augen, gefällt mir. Ja, ansonsten hätte ich mir schon hier einige Öffnungen oder sowas gerne gewünscht, wo man die Waffen befestigen könnte. Leider nicht. Und was mir sehr stark aufstößt, kein Autobot-Symbol hier vorne. Es ist einfach weggelassen worden. Das heißt, die Figur hat eigentlich, bis auf hier diese Blaulichter und das Gesicht, keine, ja okay, und der Brustkorb hier so ein bisschen und hier unten an den Füßen, keine Bemalung. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ansonsten aber eine sehr schöne Figur mit einer sehr einfachen und schlichten und trotzdem schönen Verwandlung. Finde ich eigentlich ganz passend und ja, für zwischendurch, gerade für kleine Kinder, eigentlich genau das Richtige, um schnell spielen zu können. Hat was. Ja, das war es eigentlich schon. Die Figur für einen One-Step ist die Figur ganz schick. Ich würde ihr hier ja im Automodus 10 von 10 Punkten geben und im Robotermodus, naja, weil sie halt wirklich so einen riesen Backpack hat und auch so sehr flach ist, keine Waffen mit dabei, nichts, nur vielleicht 7 Punkte. Ja, also alles in allem vielleicht 8 Punkte insgesamt. Ansonsten, ja, für den Preis auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr sie für zwischen 12 und 14 Euro findet. Entscheidet selbst, ob es sich für euch lohnt. Mir hat sie auf jeden Fall für die Sammlung gefehlt. Ich habe sie mir geholt und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Kurz und knackig, wie schon gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rexfor.